So. Irgendwas habe ich aufgenommen, keine Ahnung was. So, ich habe mir die Alt-Taste gedrückt, aber hier ist gerade nichts. Also nichts mehr sozusagen. So. A-Zeichen. So, telekinetischer Stoß, der benutzt wird, um Feinde abzuwehren, Türen und Tore einzuschlagen, sowie Wagen und Karren umzuwerfen. Art ist am wirkungsvollsten gegen verwundete Gegner. Drückt 1, um das Zeichen auszuwählen. Okay. Ja, und jetzt? Ach, mit der rechten Maustaste, okay. Außenbereich von Kaer Morhen. Morhen, keine Ahnung, wie es richtig heißt. Speichern. Was konntet ihr in Erfahrung bringen? Die Banditen sind im Labor und suchen nach etwas. Der Magier hat mit Hilfe des Kreises der Elemente eine magische Barriere erschaffen. Ihr dummen Kinder, wieso habt ihr den Kreis nicht erwähnt? Triss, mein Kind, es schien nicht wichtig. Wenn sich der Magier mit dem Kreis verbunden hat, kann er ein stabiles Portal schaffen, durch das er überall hin auf dem Kontinent reisen kann, mitsamt eurer Ausrüstung. Gut, wir haben einen Fehler gemacht. Aber ihr habt gesagt, der Magier sei harmlos. Ich sagte, ich kenne ihn nicht. Wir sollten jetzt vor allem das Labor schützen. Keine Panik, Merigold. Wir wissen, ihr wollt gern unsere Hexergeheimnisse sehen. Wesemir, wenn dieser Idiot nicht die Klappe hält, werde ich... Genug. Lambert, hört auf, Triss zu ärgern. Er weiß dir etwas Respekt. Triss, wenn wir zum Labor gehen, sitzen wir in der Falle. Von Taktik verstehen wir etwas. Vielleicht sollten wir uns aufteilen. Geralt hat recht. Wir müssen das Labor schützen und den Furchtbringer töten. Wer übernimmt was? Nur ich kann die Barriere durchbrechen. Ich gehe hinein. Wesemir? Ich bleibe hier und kümmere mich um den Furchtbringer und Savolla. Und ihr, Geralt? Wir könnten beide eure Hilfe brauchen. Okay, das Labor ist wichtig. Ich gehe mit Triss. Ich kümmere mich mit Wesemir um den Furchtbringer. Ich glaube, ich gehe lieber mit der Triss, oder? Ich bin mir nicht sicher. Der Wesemir ist erfahren, der kriegt den Furchtbringer auch alleine hin. Ich gehe mit Triss. Das Labor ist wichtig. Ich gehe mit Triss. Ich auch. Damit wäre das entschieden. Eskel und Lambert bleiben bei mir. Savolla hat gerade einen Zauber gewirkt. Etwas geht hier vor. Oh nein. Der Boden bebt. Spürt ihr es? Sie brechen durch. Vorsicht! What? Der sieht aus, als wäre durch ein Feuer gerannt. Als wäre er komplett verbrannt. Schnell, verteidigt das Labor! Jawohl! Die kriegen das schon hin, hoffe ich. Denke ich, hoffe ich. Wird schon irgendwie gut gehen. Das könnte ein harter Kampf werden, Geralt. Nehmt diesen Trank. Die Hexer nennen ihn Waldkauz. Er regeneriert Ausdauer und ist sehr nützlich im Kampf gegen Magier. Danke. Lasst uns gehen. Okay. So, Formeln Waldkauz. Okay. Kann ich mit dir reden? Nehmt den Trank ein. Gehen wir. So, Moment. Ach, ist alles pausiert dann. So, muss man gucken. Waldkauz. So, nehmen wir den mal. Jetzt haben wir die zwei Effekte. Da oben mal ganz kurz gucken. Donner. Hält noch 6 Stunden. Das passt. Waldkauz. Beschleunigt deutlich die Ausdauerregeneration. Okay. So. Jetzt bin ich gespannt. Die habe ich doch schon mal gehütet gehabt. Na, jetzt kommt der Magier hier. Schön. Keinen Schritt weiter, Weißer. Ich werde einen mächtigen Dämon rufen, der euch in Stücke reißt. Er blufft. Er ist durch die Teleportation erschöpft. Im Moment reicht es gerade noch für magische Lichtspielereien. Gut. Wir kümmern uns um ihn und stoßen bei der Barriere wieder zu euch. Das ist so toll. Weißt du, er steht da so in der Mitte, weißt du, und die unterhalten sich so. Ja. Unterschätzt euren Gegner. Jetzt sterbt nicht die Energie meiner Männer. Okay. Niemand
Ich würde einfach sagen... Ich würde einfach sagen, seine Männer zuerst töten. Das ist mal ganz wichtig. Na komm. Euer letztes Stündlein hat geschlagen. Wo ist er? Ich weiß übrigens nicht, wie ich dem ausweichen soll, am sinnvollsten. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, greift er mich gerade an, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der mich gerade angreift, oder... Lebenspunkte gehen gerade zumindest keinen, doch ein bisschen gehen sie runter. So, parieren. Wo ist er? Da ist er. Ich weiß, was ich schaffe. Ich weiß noch gerade noch nicht. Oh, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Weil ich weiß gerade nicht. Ah. Okay. Das war ein sehr epischer Kampf. Seid ihr verletzt? Hat er euch erwischt? Nein. Aber wenn das nur magische Lichtspielereien waren, möchte ich keinem wirklich mächtigen Zauberer begegnen. Ich wollte euch helfen, aber ich konnte diesen merkwürdigen Kreis nicht durchbrechen. Savola sieht die Radieschen von unten wachsen. Darauf kommt es an. Wir müssen Triss helfen. Los jetzt. Jawohl. Kann ich dich looten? Ja. Saphir, Wertsache. Ein wertvoller Gegenstand, der verkauft oder verschenkt werden kann. Doppelklicken oder ziehen, bla bla bla. Catven Gold. Wenig Alkohol. Bockbier aus Catven. Geil. So, silberner Ring mit Rubin. Ein wertvoller Gegenstand, der verkauft oder verschenkt werden kann. Wertsache und Orenz. Temerische Währung. Ja, loopen wir mal. So. Weiter geht's im Programm. Wir müssen der guten Triss helfen. Komme ich in die Küche rein? Natürlich nicht. Schade. Da ist ein Riss in der Wand. Mann, Mann, Mann. Triss. Sie plündern das Labor. Der andere Magier ist... Ich habe ihn unterschätzt. Beeilung! Verteidigkämmer und Triss kann keine Eindringlinge aufhalten. Ich muss die Treppen hinunter zum Labor rennen. Stufe aufgeschieden. Zum Meditationsmodus wechseln. Aha. Hallo. So. Laboratorium. Hexerlabor. Ich bin gespannt. Das ist es. Wir haben, was wir wollten. Hallo. Professor, kümmert euch um diese Hexer. Okay, er hat, was er will. Es heißt, Hexer könnten Bolzen im Flug abwehren. Oh oh. Leo, mach kein Blödsinn. Mal sehen. Leo, stopp! Ah, es ist also nur ein Märchen. Toll. Was ist passiert? Rippenbrüche, Lungenriss. Er stirbt. Er braucht Raffards Absud.
Halte durch, Leo. Es war hier. Ich kann es nicht finden. Wese mir. Leo ist tot. Wie ist das passiert? Er hat den Professor angegriffen. Ich kam zu spät. Es ist nicht eure Schuld, Geralt. Wir sind alle verantwortlich. Triss hat für uns gekämpft und es kaum geschafft. Es sind schlechte Zeiten für Hexer. Und etwas sagt mir, sie werden nur noch schlechter. Ist es da oben sicher? Relativ. Da oben sind ein paar Nachzügler. Aber um die kümmern wir uns später. Ihr seht müde aus. Ich möchte, dass ihr euch ausruht. Ich halte Wache und kümmere mich um Leos Leichnam. Linksklick auf das Meditationssymbol, um in den Meditationsmodus zu wechseln. Tipp: Wählt jetzt die Dauer der Meditation aus, indem ihr das Mittag-, Morgengrauen-, Mitternacht- oder Dämmerungssymbol anklickt oder indem ihr den Meditationsschieberegler bewegt. Aha. So, wir sehen uns später. So, was? Ich ruhe mich ein bisschen aus und bereite mich vor. Wir sehen uns später. Neue Region wird betreten. Halle. So, Charakterentwicklung. Ihr habt Talente verdient. Verwendet diese, um Charaktereigenschaften auszubauen, einschließlich Attributen, Zeichen und Kampfstilen. Wählt die Eigenschaft, die ihr aufwerten möchtet, aus der Liste links aus. Dann wählt unter den markierten Aufwertungen aus dem Flüchtigkeitsbaum. Ja, Fähigkeitenbaum rechts. Um eure Auswahl auszuführen, linksklickt das Stundenglas, um sie zu löschen und neu auszuwählen, linksklick auf Löschen. Was? Okay. Oh, der arme Leo. Der arme Kerl, vor allem, weißt du, wir standen halt beide davor. Ja, das war nicht sehr schlau. Oh Gott, was? Geheimnisvolle Magier, Quest aktualisiert, verteidigt Kaer Morhen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Meditiere 0 Stunden. Okay. Ach hier, bis zur Dämmerung meditieren, Mitternacht meditieren, das ist der aktuell, bis Mittag meditieren, das sind dann 24 Stunden. Okay. So, beginnende Hexe, eure aktuelle Stufe 1, ihr habt aktuell, Erfahrungspunkte, ihr braucht 3000 Punkte, um zur nächsten Stufe aufzusteigen. Eine Stufe haben wir schon. So, Talente. Punkte für den Wert von Fähigkeiten und die Entwicklung von Geralts Heldenfertigkeiten. Bronzetalente, Silbertalente, Goldtalente. Aha. Okay, jetzt kann ich... okay. So, Zeichen. Art Igni Quen Axi Irden. Okay. Stahlschwert, starker Stahl, schneller Stahl, Gruppenstahl, Silberschwert. Okay, ich glaube, Silberschwert war für Monster, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, Stärke. Ich habe keine Ahnung. Stärke, Stufe 1, Schaden, 5% parieren, Vitalität, Blutenresistenz, Niederschlagsresistent. Erfordert Bronzetalent. Okay. Stärke, Stufe 5, okay. Machen wir das hier. Stärke. Schwips, Immunität gegen Schmerz, Schaden plus 25%, Ausweichen, wirkt nur, wenn Geralt Alkohol getrunken hat. Das ist toll. Das Spiel suggeriert einem, wenn man Alkohol trinkt, wird man stärker. Mhm. So, Schaden parieren, Blutenresistenz. Ich weiß gar nicht, ich habe noch 2 Punkte. Ich würde nicht alles auf Stärke setzen wollen. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Gewandtheit. Was macht denn Gewandtheit? Angreifen, Ausweichen, Blendenresistenz, Einäscherungresistenz. Gewandtheit Stufe 1. So, Ausdauer. Ausdauerregeneration, Giftresistenz, Schmerz, Lähmenresistenz. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Hier brauche ich auch Bronze. Was ist das hier? Winkel 90 Grad, bewirkt Niederschlag. Aha. Kann ich die lernen? Nee, kann ich noch nicht lernen, weil habe ich noch nicht. So. Ich werde ein bisschen brauchen, um reinzukommen, glaube ich. Stahlschwert, starker Stahl. Zweiter Angriff in einer Sequenz besteht aus 2 Hieben. Schaden 40 bis 80, feindliche Rüstung minus 20%, Bluten plus 40%.
Schlagaderschnitt, Bluten plus 15. Starker Stahl, schneller Stahl. Ach, okay. Hab's gecheckt. Das ist praktisch, wenn du, je nachdem, was für eine Fähigkeit du hast, ob du Schnellangriff, starker Angriff oder dieser Gruppenangriff. So, den haben wir hier schon. So, zweiter Angriff in einer Sequenz besteht aus zwei Hieben. Okay, erfordert Bronzetalent. Was macht Intelligenz eigentlich? Zeichen, Basis, Intensität plus 10% schaltet Stufe 2 von Zeichen frei. So. Okay. Starker Stahl. Schneller Stahl. Schaden, Angriff plus 100%, parieren 5%, Schmerz plus 40%. Paralyse, Schmerz plus 15%, Hiebhagel. Oh, ich habe keine Ahnung, was ich spielen soll, ehrlich gesagt. Einen Punkt habe ich noch. Gegen schnelle, ich weiß nicht, ob ich erst schnelle, starke Gegner machen soll oder schnellere Gegner, keine Ahnung. Vorhin ist jetzt bloß gegen Menschen dann interessant. Ich glaube, aus Witcher 3, wenn ich es richtig kenne, Silberschwert war gegen Monster. Was, glaube ich, häufiger sein wird, oder? Schnellere Silber. Ich weiß nicht, wie schnell wir gegen Gegner kämpfen. Machen wir mal das hier. Erstmal gegen schnelle Menschen und dann machen wir das gegen Monster. Also wie gesagt, ich habe Witcher 3 eineinhalb Stunden gespielt und weiß so ein paar Sachen dann, aber ich bin kompletter Witcher-Neuling. So, auf jeden Fall, das schaut ganz gut aus und ja, Gruppensilber, starke Silber, Gruppenstahl, sollte passen. Wo bestätige ich das jetzt? Held links klicken, um Geralts Fertigkeiten und Statusüberprüfung zu verbessern. Ach, das war das, okay. Karte, Tagebuch, mit Linksklick Informationen aus dem Tagebuch lesen. Oh Gott, was? Quest aus Prolog anzeigen. Leo starb von der Hand des Professors, des Anführers der Banditen. Ich muss mich zuerst ausruhen und mich dann in der Burg umsehen, um sicherzugehen, dass mit Triss und den anderen Hexern alles in Ordnung ist. Sollte ich Eindringlinge antreffen, die überlebt haben, werde ich dafür sorgen, dass sie Leos Tod bereuen. Ich muss mich in der Burg umsehen und mich vergewissern, dass mit anderen alles in Ordnung ist. Okay. Quest aus Epilog anzeigen. Kapitel 4, Kapitel 3. Okay, alle Questkapitel. Das ist der Prolog, wo wir gerade sind. Verteidigt Kaer Morhen. Okay, Charaktere. Der Professor, einer der Anführer des Angriffs der Salamandra auf Kaer Morhen, war ein Mann, der Professor genannt wird. Offenbar ein listenreicher Meuchler. Der andere Anführer war ein Magier. Eskel, der ruhige und vernünftige Hexer aus Kaer Morhen, ist mein Gefährte. Ich frage mich, woher seine entstellende Narbe stammt. Ach, die hat er die ganze Zeit schon gehabt. Ach so. Geheimnisvoller Magier. Der Magier griff Kaer Morhen an, weil er die in der Festung verwahrten Hexergeheimnisse stehlen wollte. Einer der Anführer der Streitmächte, die Kaer Morhen angriff, war ein so mächtiger Hexenmeister, dass nicht einmal Triss Marigold ihm trotzen konnte. Die Organisation, die er anführt, trägt das Symbol eines Salamanders. Lombert, der junge Hexer, der in Kaer Morhen Der junge Hexer, den ich in Kaer Morhen traf, hat wirklich eine scharfe Zunge. Triss Marigold gegenüber ist er besonders unhöflich. Er spricht sie mit ihrem Nachnamen an. Leo. Leo ist der jüngste Bewohner von Kaer Morhen. Er ist ein vollwertiger Hexer. Er ist kein vollwertiger Hexer, denn obwohl er seine Ausbildung abgeschlossen hat, wurde er noch nicht der Mutation unterzogen. Leo macht einen unerfahrenen, hitzköpfigen Eindruck, aber er ist gutherzig und freundlich. Es scheint, dass Leo von mir fasziniert ist. Ich wurde sein Idol, als er die Balladen über den Weißen Wolf gehört hatte. Leo wurde vom Professor getötet, einem Rudelsanführer des Angriffs auf Kaer Morhen. Der Junge war zu hastig und unerfahren. Ich konnte ihm nicht helfen, obwohl ich direkt neben ihm stand. Triss. Zusammen mit mir und den anderen Hexern kämpfte Triss bei der Verteidigung von Kaer Morhen. Die Zauberin sollte sich neben mysteriösen Magiern Die Zauberin stellte sich dem mysteriösen Magier entgegen, einem der Anführer des Angriffs. Sie wurde verletzt und verlor das Bewusstsein. Ironischerweise ist Triss allergisch gegen Magie und kann nur mit natürlichen Heiltränken wiederhergestellt werden. Eine Hexe oder Magierin, die
allergisch gegen Magie ist. Okay. Wesemir. Wesemir ist der älteste und erfahrenste Hexer, wahrscheinlich älter als Kaer-Muin selbst. Er verbringt jeden Winter in der Festung und bricht im Frühling wie alle anderen auf, um durch die Welt zu ziehen. Wesemir ist trotz seines hohen Alters rüstig und voller Leben. Viele Jüngere könnten ihn um seine Gesundheit beneiden. Er ist ein ausgezeichneter Fechter und hat mich im Schwertkampf ausgebildet. Er hat zahlreiche Hexer erzogen, mich eingeschlossen. Seine Schüler behandeln ihn wie einen Ziehvater. Leo war vermutlich der letzte Schüler des alten Hexers. Der Tod des jungen Mannes hat ihn tief erschüttert. Ja, der arme. Orte. Laboratorium. Das berühmte... Ich weiß gar nicht, ob ich das alles vorlesen soll, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Aber ich würde es gar selber wissen. Das berühmte Hexerlaboratorium birgt die bestgehütetsten Geheimnisse der Bruderschaft, Muttergene, Pflanzen, halluzinogene Pilze, natürliche Stimulantien und Zutaten für Tränke. Hier müssen sich die jungen Lehrlinge der unglaublichen schmerzhaften Prüfung der Gräse unterziehen, die nur wenige überleben, die dann allerdings mit übermenschlichen Kräften ausgestattet sind. Ach ja, das waren diese Muttergene dann, damit sie dann... Ja, damit sie eben dann zu wahren Hexern werden. Kaer-Muin ist eine unzugängliche Bergfeste, in der seit Jahrhunderten die Hexerzunft ihr Hauptquartier hat. Der Name leitet sich aus der Elfensprache ab, in der Kaer-Muin so viel wie Festung vom alten Meer heißt. Die Burg hat ihre besten Zeiten längst hinter sich. Zinnen und Burggraben sind verfallen. Ein kalter Wind weht durch die geräumigen Hallen. Momentan lebt nur eine Handvoll Hexer hier. Aber einst absolvierten viele Knaben die grausame Ausbildung im berüchtigten Höllenloch von Kaer-Muin. Ungeheuer. Haben wir nix. Formeln. Donner. Öden... Gegner zugefügten Schaden, immens verringert jedoch Ausweichen und Parieren. Zubereitung. Dieser Trank wird hergestellt durch Mischung von Zutaten, die ein Maß Vitriol, ein Maß Hydragenum, ein Maß Rebis und zwei Maß Kamin enthalten. Sehr hochwertiger, starker Alkohol muss als Grundstoff verwendet werden. Langanhaltend, Toxizität hoch. Hexer nehmen diesen Trank ein, bevor sie gegen starke, schwer gepanzerte Gegner kämpfen. Durch Genuss von Donner geraten Hexer in eine Kampftrance. In diesem Zustand können sie effizienter angreifen und fügen mehr Schaden zu, vernachlässigen aber zugleich ihre Verteidigung und werden zu leichten Zielen. Die Schwalbe, der Heiltrank. Schwalbe beschleunigt die Regeneration der Vitalität. Dieser Trank wird aus Zutaten gemacht, die insgesamt aus einem Maß Vitriol, eine Maß Äther und zwei Maß Rebis bestehen. Ein hochwertiger, starker Alkohol muss als Grundstoff verwendet werden. Ja, irgendwie besteht jeder Trank hier aus Alkohol. Sehr schön. Es gibt keinen schöneren Vogel als die Schwalbe. Vorbote des Frühlings, selbst dunkle Magier, die die Formeln für die Tränke der Hexe entwickelten, schätzten den Liebreiz dieses Vogels und gaben einem Trank, der die Regeneration der Vitalität in einem mutierten Organismus beschleunigt, seinen Namen. Der Trank Waldkauz erhöht deutlich die Ausdauerregeneration. Dieser Trank wird besonders von Hexern geschätzt, die häufig Zeichen im Kampf benutzen. Der Trank wird aus Komponenten gemacht, die insgesamt aus einem Maß Vitriol und zwei Maß Äther bestehen. Starker Alkohol muss als Grundstoff verwendet werden. Natürlich. Langanhaltend. Toxizität Mittel. Wenn sich ein Hexer auf eine Nacht wacht, an der Seite eines Verfluchten oder... auf einen langen Kampf mit einer Bestie vorbereitet, stellt er zuerst den Trank Waldkauz her, weil dieser die Ausdauer immens steigert. Okay. Bräuchte ich zum Joggen. Zutaten. Hydragenum. Hydragenum, silbern dargestellt, ist eine alchemistische Grundsubstanz. Sie ist in vielen Zutaten enthalten, beispielsweise in Kräutern, Mineralien und Teilen von Ungeheuern. Karmin, ja, der Farbstoff. Karmin, orange dargestellt, ist eine alchemistische Grundsubstanz. Sie ist in vielen Zutaten enthalten, beispielsweise in Kräutern, Mineralien und Teilen von Ungeheuern. Quebris, gelb dargestellt. Sie ist in vielen Zutaten enthalten, okay. Spezialzutaten. Die mutagenen Hexerkräfte erfordern Spezialzutaten, die aus seltenen Ungeheuern gewonnen werden. Diese Zutaten enthalten einzigartige Kombinationen von Substanzen und können daher nicht durch andere ersetzt werden. Vitriol ist eine Grundsubstanz, ist in vielen Zutaten enthalten. Okay, Äther, lila dargestellt. Okay. Glossar, Hexenmeister.
Nur wenige Individuen haben das Zeug zum Zauberer und viele mit diesem Potenzial sind zum Wahnsinn verdammt. Wenn die fragliche Person, auch als Quelle bezeichnet, nicht schleunigst erlernt, ihre Macht zu kontrollieren, mag sie oder er als halbverrücktes, sabberndes Orakel enden. Deshalb wurden Schulen für Zauberer eingerichtet, an denen begabte Kinder viele Jahre lernen können, die magischen Fertigkeiten zu meistern. Ihre Macht lässt Zauberer langsamer altern als normale Menschen. Sie können magische Energie aus den vier Elementen extrahieren, die sich über weite Strecken befördern. Und sie können heilen, aber auch am Handumdrehen töten. Ihr wissenschaftliches und politisches Wissen ist enorm. In Hinsicht auf Letzteres kommen viele Zauberer Staatsoberhäuptern gleich. Oh Gott, ich muss das mit dem Lesen echt nur mal lernen hier. So, Tutorials. Okay, aktive Pause. Zeichenart. Ja, das haben wir alles gemacht. Das kriegen wir hin. Gegenstände benutzen. Das haben wir auch gemacht. Gegenstände aufheben. Elementarkreis, Angriff, verketten. Da habe ich, glaube ich, zugedrückt. Verkette und Angriff, um eure Feinde effektiver zu töten. Linksklick nur dann, wenn der Cursor sich in ein flammendes Schwert verwandelt. Okay, Tipp. Das Verketten von Angriffen erfordert eine präzise zeitliche Abstimmung. Ein zu frühes Klicken wird zum Abbruch des Angriffs führen, während ein verspätetes Klicken die Sequenz neu startet. Okay. Also wenn das Flammenschwert da ist, dann muss ich klicken. Gut zu wissen. So, dann haben wir das. Was haben wir noch? Inventar. Ja, das sieht ganz gut aus. Alchemie, Sack. Haben wir noch nichts. Schön. Medaillon einstimmen. Suche nach Ungeheuern, suche nach Magie. Ach, es ist momentan auf Ungeheuer eingestimmt. Ich kann es nach Magie umstimmen. Sehr geil. Meditieren 2 Stunden. Okay. Ich weiß nicht, ob das... Ich mache mal nach Ungeheuern. Wir haben 20 irgendwas, keine Ahnung, Gegenstände weglegen. Rostiges Schwert, Schaden -30%. Aha, ein Stahlschwert dient im Kampf gegen Menschen, unwirksam gegen die meisten Ungeheuer, wird bei Kampfstilen des Hexers verwendet. So, was haben wir? System. Achso, okay. Alchemie. Wählt die Formel, die als Triss-Heiltrank markiert ist, um automatisch Zutaten in die Filiole zu geben. Linksklick dann auf Mischen, unten rechts auf dem Bildschirm. Linksklick das Stundenglas, um einen neuen Trank während der Meditation zu brauen. Was? Fach für alchemistischen Grundstoff. Legt den alchemistischen Grundstoff hierher. Mit Alkohol werden Tränke hergestellt. Pulver ist notwendig, um Bomben herzustellen. Und Fett dient als Basis für die Ölherstellung. Okay. Donnerschwalbe. Kamin. Aha. Was? Ich muss irgendwas Triss-Heiltrank herstellen, aber wie was? Bitte alchemistischen Grundstoff, während du mischen. Karte. Temerien. Okay. Habe ich dem Spiel vorgegriffen oder? Donner. Ihr habt nicht genügend Zutaten. Okay. Ach, das X heißt, glaube ich, habe ich nicht. Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Okay. Tagebuch. Irgendwas kam neu hinzu. Trankzubereitung. So, wählt die Formel, die als Triss-Halter markiert ist, um automatisch Zutaten in die Fiole zu geben. Ach, das müsste hier aufploppen. Nein, das haben wir noch nicht. Weil ich da einfach so reingeklickt habe. So, okay. Wie bestätige ich das jetzt dann? Also wie... Ich meditiere mal 3 Stunden. Bringt das dann was? Ach, ich muss auf die Sanduhr dann drücken. Okay. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. So, was ist das hier eigentlich? Zeit, 12 Uhr, Ort, gefährlich. Okay. Ach, das heißt dann, dass der Ort gefährlich ist. Sehr schön. So, wir meditieren mal. Sehr schön. So, wir haben meditiert. Das ist sensationell. Ach ja. Moose und Gräser. Von dem Geruch wird mir schwindelig. Okay.
Kleiderschrank. Okay, Wesemir. Muss ich mein Schwert eigentlich noch nehmen, oder... Hallo, Wesemir. Eskel kam vorbei, während ihr euch ausgeruht habt. Triss ist noch bewusstlos, aber stabil. Das beruhigt mich. Ich habe eine Entscheidung getroffen, Wolf. Wir verlassen Kaer Morhen. Hier hält uns nichts mehr. Ich verstehe. Wir müssen uns von Leo verabschieden und warten, bis Triss sich erholt. Und die Banditen? Ja, wir müssen ein paar Dinge zu Ende bringen. Aber zuerst brauchen wir einen Heiltrank für Triss. Wir müssen Zutaten besorgen. Hier ist nichts mehr übrig. Ich kann mich darum kümmern. Wie braue ich den Trank? Lambert wird euch die Formel geben. Sucht am Kamin nach ihm. Er ist bei unserer tapferen Zauberin. Lambert? Er hasst Triss nicht? Ich denke, er hat Schuldgefühle. Wenn Triss aufwacht, wird sie als erstes hören: Endlich wach, Merigold! Typisch Lambert. An die Arbeit. Später bringe ich euch bei, wie man Zutaten aus Ungeheuern extrahiert. Ich bin im Hauptsaal. Gut. Okay. Linksklick auf das Rollensymbol oder drückt J, um das Tagebuch zu öffnen. Drückt auf Quest, um eure nächste Mission zu sehen. Wählt den Quest Trank für Triss, dann linksklick auf Quest verfolgen, um die Mission auf der Karte zu verfolgen. Quest, ein Trank für Triss. Wesemir sagte mir, ich soll einen Trank für die verwundete Triss zubereiten. Lambert, der sich im Hauptsaal um die bewusstlose Zauberin kümmert, wird mir weitere Anweisungen geben. Ich sollte im Hauptsaal von Kaer Morhen mit Lambert reden, um herauszufinden, wie man den Trank braut. So, hier, Kleiderschrank. Schwalbe. Nehme ich natürlich mit, klar. Dafür werden sie büßen. Aber sowas von, die machen wir platt. Ich bin sehr gespannt. So. Ich würde sagen folgendes, wir versuchen mal den Epilog abzuschließen, oder den Prolog abzuschließen. Epilog wäre schön, ja. Den Prolog abzuschließen. So, kann ich jetzt hier eigentlich irgendwie, sehe ich, wo so grob jemand ist? Ich habe keine Ahnung. Hört sich toll an hier. Okay, wir können mal nach oben gucken, was da oben ist. Und dann würde ich sagen, ich schließe dann mal den Prolog ab und beende dann mal die Aufnahme. Kann ich eigentlich springen? Ach nee, Spiel unterbrochen. Da komme ich nicht hoch. Okay. Na gut. Kann ich jetzt in die Küche? Ach nee, hier ist der Lambert. Oder? Geralt, stimmt etwas nicht? Ich habe keine Zeit, mich zu unterhalten. Ich muss einen Trank für Triss brauen. In der Waffenkammer im oberen Stockwerk solltet ihr eine Fiole weiße Möwe finden. Holt euch etwas Calcium Equum aus dem Abendsaal. Sucht in den Truhen nach weißen Steinen. Solltet ihr auf Nachzügler stoßen, beseitigt sie. Wir können keine Gefangenen brauchen. Die Treppe findet ihr hinter dieser Tür. Ich würde ja gehen, aber Merigold liegt bewusstlos beim Feuer. Okay. Wo war das Calcium Equum nochmal? Im Abendsaal. In einer Truhe. Okay. Wo bekomme ich Alkohol her? In einer Kiste in der Waffenkammer im oberen Stockwerk solltet ihr weiße Möwe finden. Der Raum ist voller Waffen. Ihr erkennt ihn, wenn ihr ihn seht. Okay. Lambert, ich muss euch etwas erzählen. Was ist los? Leo. Die Banditen haben ihn getötet. Er war nicht bereit. Was für ein Verlust. Wir spüren sie auf, Wolf. Wir rächen Leo. Okay. Wir sehen uns später. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Der Geralt hat sein Talisman hier gar nicht um. Sein Wolf-Symbol. Bereite Tränke während der Meditation zu, sammelt zunächst die erforderlichen Zutaten. So, neuer Eintrag Tagebuch. So, kleiner Schrank. Feuerstein. Ja, klar, nehme ich alles mit. Nein. Alter Schrank, Hühnchen, Feuerstelle. Da liegt die Triss da hinten. So, das vom Huhn nehmen wir auch mit. Alter Schrank. So, ausgenommener Fisch. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Inventar-Capacity habe. Feuerstelle. Ah, da rennt er außen rum dann, weil die Feuerstelle können wir nur von der Seite bedienen. Sehr schön. Rennt der dahinter? Ich glaube, der rennt da gerade hin.
Linksknopf Lagerfeuer entzünden, um in den Meditationsmodus zu wechseln. Tipp: Meditiert am brennenden Lagerfeuer. Das Feuer wird sich selbstständig entzünden, wenn ihr über einen Feuerstein verfügt. Wenn ihr kein Feuer schnappt, wirkt das Igni-Zeichen. Okay. Jetzt habe ich, glaube ich, nicht meditiert, weil ich es auf 0 gesetzt habe. Okay. Okay, arme Triss. Kriegen wir hin. So, dann schauen wir mal, wo das Zeug dann ist. Ach, fast, habe ich gerade gar nicht gesehen. So, was haben wir hier noch drin? Ein Feuerstein. Schön. Also das Igni-Zeichen müssen wir noch lernen dann. Das fehlt noch ein Bandit da oben. So, Moment. Switchen. Na, komm her. Na, komm her. Legt euch mit mir an und ihr sterbt. Ach so. Ja, okay. Falscher Angriff. Ich habe mir gerade gedacht, hä, warum mache ich denn kaum Schaden bei dem? Aber gut. Überreste. So. Einmal looten. So. Ich habe mir gedacht, hä, warum mache ich denn so wenig Schaden bei dem? Aber liegt halt einfach daran, weil ich blöd war. Kann ich? Nö, komme ich nicht runter. Okay. Ist da irgendwas? Kommt aber irgendwie hin, aber irgendwie komme ich da nicht rein. Na gut. Kommt vielleicht noch. Lassen wir uns mal überraschen. Jetzt erstmal nach oben und dann das ganze Zeug sammeln. Die ganzen Banditen dann währenddessen platt machen noch. Ich lass euch quieken! Ja, lass mich auch mal. Ah, das war ich zu schnell. Legt euch mit mir an und ihr sterbt. Ah, okay. Ach, jetzt habe ich es gecheckt. Okay. Okay, jetzt habe ich es gecheckt mit dem Angriff. So, hier, Feuerschwerden. Jetzt ergreift er mich auch schnell an. Jetzt geht das nämlich auch deutlich besser. Ihr werdet den Tag verfluchen, an dem ihr geboren wurde. Das glaube ich nicht. So, komm her. Na, komm her, okay. Feuerschwert. Geil, okay. So, habe ich was zu looten? Ja. Zack. So, nehmen wir das. Zimmer. Von da komme ich. Ist das nicht das Zimmer aus Witcher 3? Also, wo man anfängt dann? Wobei, nee, ich glaube, da fehlt der Balkon. Bin mir nicht sicher. So, hier haben wir nichts mehr. Doch, hier, Kiste. Warum auch immer ich die nicht gesehen habe, gerade wenn ich Tab drücke, dann hat er sie mir nicht als Dingens angezeigt, dass ich sie benutzen könnte. Interessant. Na gut. Die Fässer kann ich nicht mehr benutzen, ne? Nee. Weiter geht's. Okay, das Kampfsystem macht tatsächlich unglaublich viel Spaß. Also ich weiß gar nicht, wie alt das Spiel ist, aber es macht echt unglaublich viel Spaß, das Kampfsystem. Das wirkt so... Ja, weiß ich nicht. Es wirkt einfach rund. Was ist hier? Tafelwasser. Ja, warum auch nicht? So, da komme ich nicht rein. Aber gut, das passt. Das Spiel ist ewig alt und hat trotzdem noch ein Kampfsystem, was unglaublich Spaß macht. Unglaublich Treppe zu Triss Zimmer. Okay. Haha, wir sind Triss Zimmer, juhu.
Oh, hallo, was hat's denn hier? Brot? Ziegenmilch? Was ist das? Ja, warum auch nicht? Tafelwasser wahrscheinlich, ne? Jawohl. So, klauen wir alles. Holztruhe. Tafelwasser, Malmstein. Aha. So. Ach, jetzt sind wir da, wo wir vorhin da hochlaufen wollten, dann was aber nicht ging. Okay. Man muss einen kleinen Umweg nehmen, weil das hier alles ein bisschen bröckelt gerade in dieser schönen Festung. So, eine Bibliothek, da haben wir auch nichts mehr. Sehr gut. Zimmer, da ist auch nichts. Dann haben wir noch einen Gegner. Na, komm her. So. So, Tipp. Schwebenmeldungen wie zu schnell oder zu langsam könnt ihr in den Spieloptionen ausschalten. So. Die haben wir getötet. Die Hilfe würde ich gerne noch anlassen, so ein bisschen, dass ich weiß, welche Richtung das dann geht. Er würde ich dann irgendwann im Laufe des Spiels aber ausschalten. So, ist hier irgendwas? Ich sehe nichts. Nee, hier ist glaube ich nichts mehr drin. So, die Banditen haben wir aber alle. Jetzt ist die Frage, ob wir... Doch, ich muss in den Raum da hinten noch rein, die Waffenkammer. Muss den Rest noch holen von den Zutaten. Gesellschaftssaal. Genau, da war noch was. Da ist eine Kiste, da ist eine Kommode. So, was haben wir? Schwalbe, Calcium Equame, Gänseschmalz, unbekannter Trank. Doppelklinge, um ziemlichen Gegenstand zu nehmen und zu verwenden. Was haben wir hier? Der Furchtbringer. Dieses Buch handelt von Furchtbringern. Ein Trank für Triss. Hervorragend. Was ist das? Nix. So, Kommode. Das nehmen wir noch. Ist hier noch irgendwas? Ich weiß immer nicht, ob ihr mir wirklich alles anzeigt, ob hier Sachen versteckt sind. Keine Ahnung. Hier. So, Tafelwasser. Nehmen wir auch. Geil. Ja. Okay. So. Da haben wir noch eine Kiste. Oh, mehrere Kisten oben. Was ist das? Monstrum oder wahrhaftige Beschreibung der Hexe. Ein Anti-Hexer-Pamphlet beschreibt, wie gewöhnliche Leute Hexer sehen und berichtet von der Zerstörung Kaer Morhens. So, temerischer Eisendolch. Waffe, Schaden 1-6, temerischer Eisendolch. Ach, okay, das sind die Eisenwaffen. So, euer Inventar ist voll, ihr könnt keine weiteren Gegenstände mitnehmen. So, jetzt ist... So, der Furchtbringer, eine Sammlung von Schließen, okay. Ach so, kann man das dann freischalten, oder was? Nee, hä? Der Furchtbringer. Eine Sammlung von Informationen über ein außergewöhnliches, seltenes, ungeheuren Furchtbringer. Dieses Buch fügt dem Tagebuch einen Bestiarumseintrag hinzu. Monstrum oder wahrhaftige Beschreibung der Hexe. Von unbekannt. Wahrlich, nichts Abstoßenderes existiert, denn diese widernatürlichen Ungeheuer, die man da Hexer nennt, sind sie doch die Ausgeburten übler Zauberei und Hexerei. Schurken ohne Gewissen sind sie, ausnahmslos. Tugend und Skrupel sind ihnen fremd. Sie sind wahre Kreaturen der Hölle, die nur Mord und Totschlag kennen. Unter anständigen und ehrlichen Leuten ist kein Platz für ihresgleichen. Und diese Scamwen, wo die Bösen hausen und üble Rituale ausüben, muss vom Antlitz der Erde getilgt werden, woraufhin sämtliche Spuren ihrer teuflischen Präsenz mit Salz und Salpeter zu reinigen sind, um das Werk zu vollenden. Dieses Buch fügt im Tagebuch einen Glossareintrag hinzu. Okay, das haben wir. Hexerbeute. Alchemie, Questgegenstände. So, Doppelklinge oder ziehen, um Gegenstand zu nehmen oder zu verwenden. Habe ich den jetzt ins Inventar gepackt oder wo ist der jetzt? Questgegenstände.
Wo ist der jetzt hin? Gegenstand weglegen. Euer Inventar ist voll. Ihr könnt keine weiteren Gegenstände mitnehmen.